Servus bei Farming Simulator Dick. Heute geht's wieder um eine Map-Vorstellung, nämlich die Dark Forest. So, schön, dass du wieder da bist. So, anfangs. Oh Gott. Sample Kleiner. Okay. Rutscher Gebiet. Nicht viel verkaufen, ja, ist rein nur Sägewerk. Ja, Sampo, Stiel, Sampo, Stepper, Stuhl. Ja, Auslandtiere natürlich keine, Verträge gibt es auch keine. Okay, Sampo. Alter, Brückewagen. Eigentlich perfekt zum Anfangen. Das ist eine reine Forstmap, was ich gesehen habe. So. Schauen wir uns das mal von oben. Okay. Ja. Ja. Also verkauft wird alles hier. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel weiter sagen und erklären. Es ist eine reine Forstmap mit jede Menge Felder. Also ziemlich eben, sogar auch so halbwegs. Irgendwas Besonderes sehe ich noch nicht. Wenn man hier was anbauen möchte, bräuchte man die Fair Oak Verkaufsstation. Ah, das ist das Farmhaus. Nein, nicht Farmhaus. Tankstelle. Das heißt, man muss sich zuerst zur Tankstelle zu rüberarbeiten. Okay, noch was? Ja, Sägewerk. Beziehungsweise man muss sich zum Sägewerk durcharbeiten. Was gut ist, Viehhändler gibt es. Muss sich wirklich zum Sägewerk durcharbeiten. Schaut so, als wäre zumindest ein kleiner Weg irgendwie vorbereitet. Resümee der Map. Ja. Forstarbeiten. Und der Juwel kann auch nachbauen. Und man kann sicher aber auch ein paar Felder draus machen. Nur muss man halt eine extra Verkaufsstelle hin platzieren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir bitte Like da und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.